Jo. Ja, nachdem ich jetzt drei Videos von Counter-Strike Global Offensive hochgeladen habe und an den Aufrufzahlen schon sehen kann, kommen die Videos auch scheinbar sehr gut bei euch an. Es werden in den nächsten Stunden und Tagen natürlich auch noch viele Videos dazu folgen, weil ich für euch alle Maps angezockt habe und auch noch Videos von bestimmten Waffen kommen werden. Ja. Und ein kleines Zwischenfazit zu dem Spiel ist, ja, also ist schon mal eine grafiktechnisch bisschen besser als Counter-Strike Source, finde ich. Also ist jetzt immer noch nicht, dass man sagt, wow, atemberaubend, aber haben sich Mühe gegeben. Map-Veränderungen, ist zum Teil fragwürdig, sage ich mal. Ist halt nicht von jedem der Geschmack. Zum Beispiel, ich finde zum größten Teil einfach gehaltene Maps in Counter-Strike Source zum Beispiel Dust 2 finde ich zum Beispiel in Source besser als in Global Offensive, weil in Global Offensive ist einfach die Map ziemlich mit Details zugeballert und das Gameplay und alles, ja, muss, ja, was soll man dazu sagen, ne? Habe ich jetzt 2 Tage intensiv gezockt und auch natürlich ja die ersten Videos für euch hochgeladen. Werden auch noch viele Videos folgen, wie ich ja eben schon erwähnt habe. Und dann gibt es auch noch ein großes Endfazit. Ja, also kurz gefasst, Zwischenfazit. Ist eine Verbesserung im Gegensatz zu Source. Spiel gefällt mir jetzt bis jetzt sehr gut. Ich finde, einige Updates sollten zum Beispiel noch rauskommen für einige Waffen. Die Sounds gefällt mir zum Teil bei manchen Waffen nicht so. Bei manchen Waffen hört sich ziemlich extrem an. Und ich weiß nicht, ob ich es bis jetzt einfach nur noch nicht entdeckt habe. Aber was mir zum Beispiel auch nicht gefällt, ist, dass es bei der M4 zum Beispiel keinen Schalldämpfer mehr gibt. Und auf manchen Maps und je nachdem, in welchem Spielmodi man sich gerade befindet, finde ich, sehen die Terroristen ziemlich scheiße aus. Mit den Klamotten, die die anhaben und alles. Ja, und ein Fehler, der mir persönlich nicht aufgefallen ist, sondern zum Beispiel dem Martin LP, ein guter Kumpel von mir. Wenn man als Antiterror auf Office die Geiseln retten will, die folgen einem ja quasi blind, was in diesem Spiel aber auch wirklich auf blind bezogen ist, weil wer mal drauf achtet, die Geiseln haben Tücher überm Kopf gezogen, sprich man sieht die Augen nicht und alles, aber sie folgen einem blind. Also das ist was zum Beispiel, was mir aufgefallen ist. Mehr gibt es dann in den nächsten Videos zu sehen und in meinem großen Endfazit.